Die Stimme für Erfolg, Episode 044. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Stimme für Erfolg. Klang, Ausdruck, Branding und noch viel mehr. Mein Name ist Beatrice Fischer-Stracke und wenn du mehr über mich wissen willst, dann besuch mich auf meiner Webseite www.stimme-klang-haltung.de. Herzlich willkommen in meiner Show und schön, dass du wieder dabei bist und zuhörst. In der heutigen Episode geht es nicht unbedingt um Stimme, aber um eine Stimme klangvoll zu machen, um eine Stimme berührend zu machen, um eine Stimme ansprechend zu machen, brauchst du ein bestimmtes Gefühl. Und dieses Gefühl wird in allen unseren Taten mitschwingen. Und je stärker es ist, desto mehr schwingen wir und desto mehr sprechen wir die Menschen an, sprechen wir die Herzen an, sprechen wir die Bedürfnisse an der Menschen. Ich glaube, du weißt schon, um was es geht. Ich spreche heute um das Gefühl der Liebe, passend zum Valentinstag natürlich. Aber ich weiß auch, dass viele Menschen jetzt sagen, oh Gott, jetzt fängt die mit Liebe an. Aber Liebe ist ein so essentielles Gefühl. Ohne das können wir nicht existieren, sollen wir auch im Grunde nicht existieren. Und ohne das werden wir auch nie den richtig großen Erfolg haben. Aber bevor ich jetzt in dieses Thema einsteige, möchte ich noch eine kleine Sache erklären. Ich habe kürzlich eine Leserzuschrift bekommen von einer Dame, die gesagt hat, ja, sie hört mir sehr gerne zu und ich würde ja alle immer so gern, so freundlich begrüßen, vor allen Dingen die männlichen Zuhörer. Und sie würde sich aber trotzdem trauen, dabei zu sein und auch zuzuhören. Du hast vielleicht schon gemerkt, dass ich sehr oft sage, hallo, lieber Podcast-Hörer, schön, dass du wieder da bist. Ja, ich sage Hörer, ich meine aber natürlich nicht nur Hörer, sondern auch Hörerinnen. Ich muss nur ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch eine Frau und ich fühle mich nicht benachteiligt, wenn in vielen Dingen in der alten Form gesprochen wird, indem man eben nur die männliche Form nennt, aber ich mich auch angesprochen fühle. Ich mache es auch aus Faulheit, ganz ehrlich. Ich kann nicht sagen, hallo liebe Podcast-Hörer und liebe Podcast-Hörerin. Und ich meine, es gibt ja dann noch diese ganzen Gender-Fragen, da müsste ich ja eine ganze Litanei absprechen. Ich tue das einfach nicht. Natürlich bist du ganz herzlich willkommen, egal wer du bist, ob du schwarz, weiß, männlich, weiblich, ob du ein Twitter bist, ob du lesbisch, homosexuell oder sonst was bist, das ist mir komplett egal. Ich freue mich, wenn du mir zuhörst und ich freue mich auch natürlich, wenn wir irgendwie in Kontakt kommen. Sei es, dass du mir eine Frage schickst oder sei es, dass du ein Feedback wie diese Dame auch schickst. Ich bin froh über solche Sachen. Denn dann habe ich auch das Gefühl, dass draußen lebt. Also das ist nicht nur ein Mikrofon, was vor mir steht, sondern da hören mir wirklich Menschen zu. Und ich freue mich über jeden Einzelnen, der mir zuhört. Und ich freue mich natürlich auch über positive Kritik. Ich nehme die sehr gern an, weil man natürlich oft in einer Schiene dann ist und sich ein bisschen festfährt. Aber in dem Fall muss ich sagen, bitte, bitte nehmt mir es nicht übel und seht mir es nach. Ich werde nach wie vor nur lieber Podcast-Hörer sagen und nicht liebe Podcast-Hörerin und lieber Podcast-Hörer, liebe Podcast-Hörers oder was weiß ich alles es gibt. Es bleibt bei diesem Hörer. Und ich meine aber euch alle, ich schließe euch alle mit ein und ich freue mich, wie gesagt, über jeden der und jede, die zuhört. Aber es ist einfach, ja, also es kann ich nicht machen und da verhaspelt man sich auch. Also ich mach's nicht. Gut, also da wisst ihr Bescheid, ihr seid natürlich alle angesprochen. Ich sage aber nach wie vor, lieber Podcast-Hörer, so, ich glaube, das ist damit mit diesem Thema
ist dieses Thema abgeschlossen. Und jetzt fahre ich fort mit dem anderen Thema, das ich angesprochen habe, nämlich das Thema Liebe. Und ich meine jetzt nicht die körperliche Liebe zwischen Mann und Frau. Natürlich hat die beim Valentinstag sehr viel zu sagen, aber es ist ja auch nur ein Tag und der ist gemacht worden. Es ist ja kein, es ist wie Muttertag. Also wenn ich nicht die Liebe zu dem Partner oder zur Partnerin habe, dann brauche ich diesen Tag ja auch nicht. Also diese Liebe sollte sich in jedem Tag und in jeder Stunde irgendwo bemerkbar machen, sogar wenn man sich streitet, weil auch im Streit kann man sehr liebevoll miteinander umgehen oder man testet seine Grenzen aus. Das kann ja auch sein. Es gibt so viele Arten von Liebe. Ich meine jetzt einfach die Liebe zu dem, was man tut, die Liebe allgemein auch zu den Menschen. Ich arbeite sehr gern mit Menschen. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten, auch wenn sie mich manchmal nerven. Aber sie bringen mich auch an eine, an eine Situation, wo man reflektiert. Mache ich das, was ich gerade mache, richtig? Versteht der andere mich? Weiß er überhaupt, was ich meine? Und wenn er es nicht weiß und dadurch vielleicht sich Reibereien ergeben, dann kann ich daraus auch wieder lernen. Und ganz egal, was ich in meinem Leben mache, egal welchen Job, welchen Beruf, ob ich ganz oben in der Führungsebene stehe oder ganz unten am Fließband, es ist komplett egal. Wenn ich keine Liebe dafür spüre, ist diese Lebenszeit, in der ich etwas tue, wofür ich keine Liebe spüre, ist diese Lebenszeit eigentlich vertan. Und wir haben nur dieses Leben, zumindest jetzt in diesem Leben. Was danach ist oder was davor war, keiner weiß es so richtig. Man kann es glauben, man kann hoffen, man kann denken, ja, vielleicht gibt es ein Weiterleben nach dem Tod, vielleicht in einer ganz anderen Form, aber wissen tut's keiner. Und ich habe eigentlich mein Leben lang, auch wenn ich Schwierigkeiten hatte, immer das getan, was ich geliebt habe. Ich wollte auf die Bühne, ich wollte Theater spielen, ich wollte singen. Ich habe es mit viel, viel Mühen, weil da immer Schwierigkeiten waren. Ich habe es geschafft. Und ich bin sehr, sehr glücklich und dankbar dafür, dass ich es gemacht habe und dass ich es geschafft habe. Und auch das, was ich jetzt mache, ja, um nochmal vielleicht zurückzukommen, sogar auf diesen kleinen Einwand von der Dame, dass ich immer nur in der männlichen Form spreche, ich würde diesen Podcast nicht machen, wenn ich jetzt das Gefühl hätte, ich mach den nicht gerne. Ich liebe es, diesen Podcast zu machen und ich liebe es, dass ihr euch für Stimme interessiert, weil ich das für so ein eminent wichtiges Thema halte, viel wichtiger als manche Studiengänge, die man macht. Die Stimme ist unser Werkzeug, sie ist so elementar für uns. Und was wir mit der Stimme machen können, ist nicht nur ein Laut von uns geben, sondern es ist Worte von uns geben. Wir sind die einzigen Lebewesen, die das können. Kein anderes Lebewesen kann das, außer vielleicht ein Papagei, der sich was angelernt hat oder dem man was angelernt hat. Aber wir können sprechen, wir können mit unseren Worten ganz viel machen. Wir können jemand überzeugen, wir können Eindruck machen, wir können etwas kaputt machen, wir können so viel mit unserer Stimme erreichen, im positiven wie auch im negativen Sinn, und das sollte man sich jeden Tag eigentlich bewusst machen und dessen sollte man sich bewusst sein, denn was ich gesprochen habe, ist gesprochen, was ich geschrieben habe auch, aber ein geschriebenes Blatt, ja gut, in der Internetzeit nicht mehr, da geht nichts mehr verloren, aber wenn ich etwas, einen Brief schreibe und der gefällt mir nicht, kann ich ihn zerreißen. Aber wenn ich ein Wort mit jemand, also ein Gespräch mit jemand habe, diese Worte bleiben da. Sie haben entweder jemand verletzt, sie haben jemand gelobt, sie haben ein sachliches Gespräch geführt, ganz egal. Es ist
ein Wort, was nicht mehr untergeht. Es ist gesprochen, es ist da. Und deswegen glaube ich, ist dieser Grundgedanke, den ich heute ansprechen will, alles mit ganz viel Liebe zu versehen, so wichtig, weil diese Liebe, diese Empathie, entweder zu dem, was ich tue oder zum Menschen oder ganz egal, diese Empathie schwingt mit in deiner Stimme. Sie lässt dich leben. Also ich meine, man sieht dich, du bist lebendig und es schwingt mit, ob du ja aggressiv bist, ob du nachdenkst, ob du spöttisch bist, ironisch bist, deine Stimme drückt das alles aus, was du gerade fühlst. Und wenn du jetzt eine Grundschwingung der Liebe in dir hast, dann kannst du zwar streng sein, du kannst auch sehr sachlich sein, alles, aber es ist immer dieser Respekt vor dem anderen da, der sonst nicht da ist, wenn du deine Liebe nicht aufkeimen lässt. Und wie gesagt, nochmal, zum Verständnis, ich meine nicht Liebe jetzt, ach, ich liebe dich oder was weiß ich, das meine ich nicht, sondern es ist diese Grundschwingung zum Leben, die positive Schwingung zum Leben. Und wenn ich die habe, dann glaube ich, kann ich auch aus dieser Liebe heraus besser urteilen, ob ich was richtig mache, ob ich was falsch mache oder ob ich ja mich verbessern kann, ganz egal. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die ich mit dieser Grundschwingung ins Positive verändern kann. Ich würde mir manchmal wünschen, dass Firmen nicht so sehr auf Controlling und auf Business und auf einfach nur auf immer noch mehr Gewinne aus sind, sondern wirklich, genauso wie unsere Politiker, wirklich, wirklich für den Menschen arbeiten und nicht nur für sich, nicht nur um sein eigenes Image zu verbessern, um das Image der Firma zu verbessern, um sich vor anderen besser darstellen zu können oder einfach um seinen Machttrieb auszuleben. Ich kann Macht ausüben, klar, aber wenn ich komme jetzt wieder zurück, aber wenn ich diese Grundschwingung der Liebe drin habe, dann kann ich zwar Macht ausüben, aber ich werde dann natürlich, wenn ich es so mache, dass die Menschen glücklich sind damit, werde ich von denen auch geachtet und beachtet und sie werden dich ja respektieren und sie werden dir dankbar sein. Ob da jetzt noch einer dabei ist, der immer muffelt, der keine Liebe in sich trägt, das ist ja auch so, das kann dir dann egal sein. Du kannst vor dir und vor deinem Gewissen sagen, okay, ich habe das Beste gemacht, ich habe es gemacht, um anderen zu helfen oder um sie zu unterstützen. Und damit hast du sehr, sehr viel, glaube ich, für dein Leben gemacht. Denn dieses Leben, wofür sind wir da? Wir sind im Grunde nicht nur für uns selbst da. Wir sind hineingeboren in eine Welt, wo ganz viel um uns rum ist. Wir haben Natur um uns, wir haben Tiere um uns, wir haben die Menschen um uns, wir erziehen Kinder, wir haben Eltern, wir haben alles Mögliche und wir haben vielleicht Mitarbeiter, wir haben einen Chef über uns oder ich bin der Größte über allen. Wir haben immer mit anderen Menschen zu tun und das sollten wir nie, nie vergessen. Und diese Menschen sind nicht nur, wenn ich jetzt ein Chef bin und ich habe Mitarbeiter, sollte man sich immer vergewissern, wie gehe ich mit denen um? Ich glaube, je loyaler man ist zu Menschen und je mehr man diese Liebe, diese Herzensgüte nicht zu verwechseln mit sich ausnutzen lassen, das meine ich nicht, aber dieses ja schon für andere auch ein bisschen verantwortlich sein, nicht nur ein bisschen, sondern für andere verantwortlich sein, das hat ja auch viel mit Liebe zu tun. Und ich glaube, das Leben an sich wird so um so vieles reicher, wenn ich mit diesem Gefühl gut umgehe. Und jetzt nochmal diese Kurve zu kriegen zum Gesang, muss ich sagen, ich habe alle meine Rollen, ganz egal wie blöd sie waren nach außen hin, wie blöd sie waren, ich habe sie mit ganz, ganz viel Liebe ausgeführt.
Manchmal ist es schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, manchmal ist es schwer, wenn du einen Regisseur hast zum Beispiel, der, mit dem du nicht kannst. Ein Regisseur, der dich ja auch nicht mag und du magst ihn auch nicht, oder er hat ein ganz blödes Konzept, was du ganz bescheuert findest. Aber du musst einen Weg finden, um es trotzdem glaubwürdig an das Publikum zu bringen, denn das Publikum hat keine Ahnung von diesen ganzen Querelen. Die wollen da unten, die sitzen unten, haben mir Geld ausgegeben für eine Karte und die wollen unterhalten werden. Und genau das war immer meine Maxime. Und ich habe jede Rolle so ausgefüllt nach meinem Können, dass ich sie, glaube ich, immer glaubhaft rübergebracht habe. Und das ist dieses Schöne an dem Künstlertum. Deswegen möchte ich das gar nie missen, weil es einfach wirklich toll war, diese Zeit. Und ich habe enorm viel gelernt. Und ich habe eben auch das gelernt, wenn ich nicht meine Liebe in eine Rolle gebe, kommt sie auch nicht in der Stimme rüber. Die Stimme ist quasi dein Lautsprecher für deine deine Essenz, deine Lebensessenz. Und das ist doch ein Geschenk, unglaublich. Ich finde, dafür sollten wir jeden Tag so dankbar sein, dass wir uns mit unserer Stimme so äußern können. Die spricht aus, was du im Innersten fühlst. Natürlich kannst du mit der Stimme spielen. Du musst nicht jetzt in Gefühlsduselei ausatmen, um Gottes Willen, das brauchen wir alle nicht. Das ist auch nicht gemeint damit. Aber deine Stimme trägt deinen Charakter. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ja, jetzt habe ich ein großes Plädoyer für die Liebe gehalten. Ich wünsche euch jetzt, ich bin jetzt am Schluss und ich wünsche euch einen wunderschönen Valentinstag, in dem ihr nicht nur euren Partner oder eure Partnerin mit einem Blumenstrauß beglückt, sondern dass ihr diese Liebe, die ihr zueinander spürt, natürlich das ganze Jahr über tragen solltet. Und wenn es nicht geht, dann in Frieden auseinandergehen und nicht in Bösartigkeiten. Auch da steckt doch viel Liebe drin, viel Respekt vor dem anderen. Denn irgendwann hat man sich geliebt und wenn es zu Ende ist, dann muss es ja nicht unbedingt in Bösartigkeit ausarten oder in Streit, weil es gibt immer einen Grund, warum jemand irgendwie handelt. Und dem sollte man eigentlich nachgehen, das sollte man hinterfragen. So, jetzt aber genug davon. Ich wünsche euch eine tolle Woche, eine liebevolle Woche, eine sehr, sehr, ja, anregende Woche und intensive Woche. Also, wir sehen uns, wir hören uns am nächsten Dienstag wieder. Bleib bis dahin gesund und glücklich. Deine Beatrice. Das war's für heute. Schön, dass du dabei warst. Du darfst gespannt sein auf die nächsten Episoden rund um die Themen Stimme und Erfolg. Es gibt interessante Gäste und Tipps, um deine Stimme ausdrucksstärker zu machen. Hast du einen speziellen Wunsch für eine Podcast-Sendung? Dann schreib mir unter beatrice@stimme-für-erfolg.de. Für mit Umlaut UE. Und natürlich freue ich mich über Feedback auf iTunes oder auf meiner Podcast-Seite. Also, bis dahin, bleib gesund und stimmstark. Deine Beatrice.